So, jetzt bin ich hier. Was haben wir hier Neues? Wir haben eine Rune, die ewig weit weg ist. Aber keine neue, ne? Gefällt mir doch. Das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist ein Witz. Sis, ich hätte auch darüber gekonnt, oder was? Einfach mit springen. Tatsache, aber das will ich ja jetzt gar nicht mehr, ne? Rune bleibt eine Rune, unerreichbar für mich. Zack. Ich gehe schön weiter. Dass man hier einfach abkürzen hätte können. Dieses Anwesen ist eigenartig schön, doch diese Orte verfallen alle irgendwann einmal. Na gut, dann gehe ich doch mal rein. Betritt das Maschinenhaus. Naja, wir werden alle gefangen gehalten. Und ich muss sie befreien. Dindosch, es wird Zeit für ihre Taten zu bezahlen und vielleicht finde ich Sokolov. Willkommen in meinem Haus, Fremder. Die Tür ist immer offen für jene, die gewillt sind, die Schwelle zu überschreiten. Falls Sie einen Termin haben, gehen Sie weiter und warten Sie. Andernfalls möchte ich Sie über die hier zum Einsatz kommenden und äußerst beachtlichen Verteidigungsmechanismen in Kenntnis setzen. Viele sind ohne Einladung gekommen, aus Gründen so vielzählig wie die Fische im Ozean. Aber von jenen, die eine Erkundung wagten, kamen nur wenige wieder heraus. Oh. Wäre doch toll, wenn das Ding die Layla in die Tiefen runterzieht. Ja. Darauf können wir aber wahrscheinlich nicht hoffen. So, wo sind die Fallen hier? Positionshebel. Ziehen. Wer würde so etwas bauen? Und warum? Ah, jemand hat einen der Mechanismen im Haus aktiviert. Jindosh. Mein Haus steht immer offen. Ich will wissen, wie ein normaler Mensch diese sich verschiebenden Räume überwindet. Ich bin Kirin Jindosh. Aber das wissen Sie sicherlich. Machen Sie weiter, Fremde. Gehen Sie die Treppe hoch. Wir treffen uns in der oberen Halle. Alles gut bei dir? Scheint so, ne? Er lässt mich nicht durch. Nein, nein! Die Treppe auf dieser Gabe für einen. Dieser Weg ist für Gäste mit einem Termin. Tausend Rotationen. Sie sind also schüchtern. Sie werden auf meinem Labortisch enden. Am Ende werde ich Ihre Geheimnisse erfahren. Ich werde eine Studie verfassen. Fuck, Moment. Knochen einfach Knochen gefuckt. Okay, das ist in Ordnung. Dann ist eine Rune. Komme ich da noch hin? Das ist die Frage. Wäre jemand im Haus. Sollen wir das Federwerk wecken? Es wacht von allein auf, wenn ein Kampf ausbricht. Sie sind blind, aber sie hören. Unheimlich zu wissen, dass sie uns vielleicht zuhören. Verstehen sie uns denn? Nein, nicht mehr als ein Audiograph es tut.
Mein geschätztes Personal, heute besuchen uns Mr. Harris und Mrs. Vivian, um ein paar mechanische Soldaten zu erwerben. Meine Anweisungen lauten, versenken Sie den Blitzpfeiler im Boden. Wir wollen unsere Gäste nicht vaporisieren. Stellen Sie ihn nur im Notfall erneut auf. Bieten Sie Erfrischung an und bereiten Sie nach der Vertragsunterzeichnung das Abendessen vor. Wenn Sie unruhig werden und mich sehen wollen, sagen Sie ihnen, dass ich bald bei Ihnen sein werde und führen Sie sie ins Empfangszimmer. Aktivieren Sie nicht den Mechanismus, der das Empfangszimmer in den Vorführraum herunterlässt. Das erledige ich selbst. Oh, an alle Einheiten. Nach dem Desaster von letzter Woche gibt der große Erfinder Kirin Jindosh folgende Informationen zu seinen mechanischen Soldaten bekannt. Alle Gardisten haben diesen Bericht zu lesen. Der mechanische Soldat ist mit hölzernen Rüstungsplatten geschützt. Wenn die zerstört sind, sie darunter liegen empfindliche Mechanismen frei und ungeschützt. Wird ein Mechanismus der Kopf abgeschlagen, greift er jeden in seinen Nähern, ob verbündet oder nicht, im Klartext sie. Dank der teuren Linsen, mit denen Mr. Jindosh am mechanischen ausgestattet hat, können sie nach vorne und nach hinten schauen. Denken Sie daran, wenn sie mal wieder einer durchknallt. Wenn es ein Idiot schafft, dich genug ranzukommen, kann er eine kleine Schalltafel neu verkabeln und so ihre Auffassung von Freund oder Feind umkehren. Heißt wieder, sie werden angegriffen. Wenn sie das alles im Kopf behalten, sind die Mechanismen hinzugewinnen, keine Bedrohung. Dritter Leutnant, 4 Radatz. Technik Büro der Unterstadt, sehr konische Garde. Verdammt nochmal! Das ist natürlich blöd. War nix. Lade mal schnell. Ich guck mal, was passiert, wenn man die Treppe hochgeht. Weil da rein erscheint mir ein bisschen selbstüberruhig. So, okay. Ja, Sie sind fast am Ziel. Kommen Sie in die Galerie, damit ich Sie sehen kann. Hallo, Fremder. Bezahlter Mörder, dafür sind Sie zu gut angezogen. Ein adliger Draufgänger? Schon eher. Sie wurden am Schwert ausgebildet, formal, aber Sie sind kein Fechtkünstler. Einen Teil haben Sie auf der Straße gelernt. Und Sie haben die Augen Ihres Vaters, Eure Kaiserliche Majestät. Willkommen, Lady Emily Caldwin. Beeindruckend, Jindosh. Dann wissen Sie sicher auch, warum ich hier bin. Meine Beziehungen zum Herzog haben Sie wohl zu mir geführt. Oder Sie suchen den gescheiterten Anton Sokolov, der es sich im Vorführraum bequem gemacht hat. Kommen Sie nur und nehmen Sie sich, was Sie suchen. Doch sollten Sie versagen, werde ich Sie in meinem Labor sezieren und untersuchen. Bis dahin ist Ihr Geheimnis bei mir sicher. Dann bist leicht, Jindosh. Bis dahin. Finde Kirin Jindosh oder finde einen anderen Kirin-Jindosh. Mechanische! In meinem Haus ist ein Eindringling! Von der anderen Seite verschlossen. Die meine Zeitung hat auch seine Art. Jindoshs mechanischer Soldat. Bewundern Sie das verstärkte Metallskelett und die Rasiermesser scharfen Klingen. Wahlbildetanks in Miniaturgröße. Überall am Körper verteilt und werden von Platten aus Emberholz geschützt. Visuelle Erkennung vorne und hinten. Akustische Sensoren für den Fall einer schweren Beschädigung des Kopfes. Meine größte Erfindung. Zum Vorführung. Shit. Da wäre ich jetzt gerne reingefallen. Das mal ausprobieren.
der Raum hinter den Wänden. Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung. So. Soll ich sogar kämpfen? I will try. Doch hochfahren, ne? Oh, ist der Rabauke. Ich messe ihre Bewegungen. Ich weiß, wo sie sind. Führen Sie wieder gerade ein kriminelles Profil. Bei die Emily kloppen und schießen. Aber feindlich. Wiedergabe, Gegner-Exekution. Okay, da kommt direkt der zweite angerannt. Vielleicht verstecke ich mich dann lieber. Natürlich den Tank in eine andere Richtung werfen, ne? Ja, ist vielleicht keine schlechte Idee. Sie haben meine Lichtwand deaktiviert. So. Steht halt da. Oh. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung. Oh, oh, oh. Wie ärgerlich. Fuck, der ist immer noch da. Rauslocken hinten. Natürlich blöd, wenn der da jetzt schon rumläuft. Ich entscheide mich immer falsch. Nun gut, zurück in Routinemodus. Geht er rechts weiter? Ja. Perfekt. Er hat Augen nach hinten, ich weiß. Aber ich komme trotzdem durch. Speichern. Zeitplan. Jindosh, es freut mich zu hören, dass der Herzog sie an einer preiswerten Version ihrer Mechanismen arbeiten lässt. Ich habe selbst erlebt, was eine Handvoll ihrer Soldaten in Dunwall angerichtet haben. Weitere Einheiten sollten uns größerer militärischer Macht verhelfen. Nun nach dem Staatsstreich. Nutze der Zeitplan macht mir Sorgen. Wann können sie uns ein Datum geben? Wir haben große Pläne, mein Freund, doch dazu brauchen wir unseren Großerfinder. Hochachtungsvoll, Major Nico Flores. Erster Attachier des Herzogs. Ich werde diesen Mann vernichten. Er
Aramis Dalton? Aramis Dalton? Ja, wer ist denn das? So, okay, speichern, Positionshebel. Hier fahre ich mal mit. Ohne 50 Meter. Muss ich noch eine Runde fahren? Halt aber auch nochmal nach unten. Sie verschieben Wände und Böden, als wären sie hier aufgewachsen. Clever. Oder nur Zufall? Ich bin immer wachsam. Müssen mir das nicht zweimal sagen. Okay, da möchte ich nicht unbedingt durch. Die Maschine läuft gerade langsam. Wiedergabe meiner Ordnungsnot. Wird abgespielt. Shit. Wiedergabe zeigt junge Frau. Bewerf löse elektrostatische Ladung aus. Sie sollen eins wissen. Das Letzte, was Sie sehen, ist ein wundervolles Werk der Ingenieurskunst. Der Höhepunkt aller Erfindungen. Feind. Okay, ich bin irgendwie durch den... Ach fuck, jetzt habe ich Ärger drin. Komm ran! Moment mal! Was? Alles absuchen! Verdammt! Feind, lock auf, ja, verfluchtes Feind! Ja, verdammt nochmal! Beschützer sind leichte Beute für Sie, aber bestehen Sie auch gegen meine mechanischen Soldaten. Ich bin gespannt. Etwas hat das Ordnungsraster überlastet. Stellt eine Unklarheit fest. Bitte nicht. Sehr lustig, da lenken die Fliegenviecher. Erhöhe Temperatur des Öltanks. Gut, die Maschine, Umkehrung visueller Aus. Okay, und laufen. Boah, da habe ich jetzt aber richtig Kacke abgespeichert. Was ist das? Nee. Jeder Besucher ist ein Test für den Mechanischen. Und jeder Test macht sie am Ende. Shit. Oh ne, jetzt renne ich ja zurück. Das war knapp. Den Hebel. Okay, lass mich hier durch. Fuck. Oh. Weiß halt nicht, wie ich hin muss. Das Metronom starten. Wow. Wechseln zu alternativen. Bei solchen Fragen sollte man uns nicht warten lassen. Es gibt nur einen Kirin Djibouti. Er kann verlangen, was er will.
Außerdem kannst du dir problemlos ein paar dieser Federwerke leisten. Dein Vermögen hat sich immerhin verdoppelt. Seit ich denn jetzt? Übernommen hat. Weniger Lohn bedeutet mehr Gewinn. Aber meine Zeit ist mir wichtiger. Ich warte nicht gern. Speichere ich hier mal. Aber jetzt frage ich mich, ob sie überhaupt wissen, wo sie gerade sind. So kriegen sie mich nie. Ich weiß wirklich nicht genau, wo ich bin. Hallo, sind Sie da? Meine Sensoren erkennen weder Ihr Gewicht noch Ihren Atem, aber ich denke, ich gehe recht in der Annahme, dass Sie es irgendwie ins Innere des Hauses geschafft haben. Ins Billardzimmer habe ich es geschafft. Da sind Positionen. Dort ist es nicht sicher. Nicht für Menschen. Danger, Danger. Ich weiß halt gar nicht mehr, wo ich hin muss. Ich weiß nur leider gar nicht, wo ich bin. Nimm das mit. Es ist kalt und gnadenlos da draußen, nicht wahr? Hallo? Sind Sie da? Wiedergabe für erfolgreiche Otto. Eieiei, das ist so verwirrend. Sich hin. Oh, einen Knopf drücken. Den nehme ich. Allgemeine Ordnungsmodus. Gut, die Maschine stellt eine Unklarheit weg. Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. Nein, ich bin wieder am Anfang. Die Maschine hat etwas entdeckt. Verdammt nochmal wieder am Anfang. Allgemeiner Ortungsmodus. Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. Klingt, als wäre jemand im Haus. Sollen wir das Federwerk wecken? Es wacht von allein auf in einen Kampf. Sie sind blind, aber sie hören. Unheimlich zu wissen, dass sie uns vielleicht zuhören. Verstehen Sie uns denn? Nein, nicht mehr als ein Audiograf es tut. Humpelti? Läuft nicht ganz rund. Lass mal hier. So kann sie da nicht liegen bleiben. Wir legen hier hin. Viel besser. So. Ist da jemand? Geh weiter. Oh, da kommt eh, ne?
Naja. Boah, was für ein Glück. So. Zu deiner Freundin. Hier kuschelt was. Wenn ich mir überlege, hat ihre Anwesenheit einiges zu bedeuten. Beeindruckend, dass sie Delilah überlebt und es bis Kalmaka geschafft haben. Ganz ohne die Hilfe ihres berüchtigten Vaters. Der brutzelt. Ah, sie haben meinen Blitzpfeiler gefunden. Hm? Die elektrische Entladung meiner Federwerke macht sie gesehen. Überflüssig. Aber den hier behalte ich. Als Erinnerung an Sokolovs alte Erfindung. Das ist ja wunderbar. Hier irgendwie weiter aufschließen. Schlüssel benötigt. Wo kriege ich den denn? Ja, dieses Haus ist so verrückt. Ist einmal ganz rum, ne? Wir haben einen Brief von der Königin von Morley erhalten. Wir haben wieder. Oh, ein Brief, ein Brief. Da vorbei beamen. Adieu, Majestät. Ei. Immerhin sind Sie vor Ihrem. Da war ich zu lange zu nah. Okay. Ob es weiter außen geht oder ob ich gar nicht auf dieses Glas darf. Aua, aua, aua. Du hast diese Welt verlassen. Ah. Muss ich den echt ausmachen oder was? Hier. Eieieiei. Da hinten geht die. Haha. Jetzt Aufzug. Oha. Myers hat drei Monate im Westen bei Lady Benoni gedient. Das war alles. Hallo. Der Mage. Wer ist da? Tschüss. Keiner da. Minus eins. Es drängt sich mir eine Frage auf. Wie kommen Sie damit zurecht, dass Delilah in Ihrem Gemächer den Dunwall Tower residiert? Da im Aufzug! Was ist hier los? Gefällt mir nicht. Ich sehe mich mal um. Gefällt mir nicht. Ja. Ich weiß mal nicht, ob ich private. Ich sollte erstens private, oder? Ich speichere hier mal.